Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Eurotalk Simulator 2, Folge 26. Wir sind jetzt immer noch unterwegs nach nach Algier. Wir fahren Beton, Bodenplatten. Haben bis jetzt noch keinen richtigen Unfall gebaut, zum Glück. Und ich würde mal sagen, wir fahren weiter. Und hier steht uns, steht vor uns dieser scheiß rote Autofahrer, der mich zum Abbremsen brachte. Er wollte testen, ob ich wirklich gut bremsen kann anscheinend. Was zum Glück geklappt hat. Ich sehe, wir müssen bald wieder tanken. Wir müssen sowieso tanken, wir kommen nämlich nicht an, wenn wir nicht tanken. Ja, uns besteht noch 1491 Kilometer. Es ist eine lange Strecke, aber wir werden es schon schaffen. Unsere Ankunft ist voraussichtlich Montag 2:19 Uhr. Wir haben Samstag. Also wir werden. Oh Scheiße. Nein, nein, nein. Ach ja, ich habe jetzt Retarder drin, ne? Nee, Quatsch, Tempomat. Oh Gott. Und wir müssen links weiter Richtung Straßburg, Bern. Zürich wollen wir nicht. Gleich ein andermal und das sieht nach Regen aus. Wie immer. Ja. Das Wetter ist halt beschissen. Es ist genauso beschissen gewesen wie Weihnachten, weil es war am Heiligabend 15 Grad, ne? 15 Grad, das muss man sich vorstellen, am Heiligen Abend. Kein Schnee, ne? Und wir haben es Mitte, Ende Januar schon. Und wir haben immer noch keinen Schnee bekommen, also anscheinend gibt es gar keinen Schnee mehr. Ich weiß nicht, was mit dem Wetter los ist, also es ist ganz verrückt. Letztes Jahr hatten wir Schnee, aber dieses Jahr Dose. Obwohl, mich stürzt nicht, meinetwegen soll auch kein Schnee kommen, aber das ist doch irgendwie schon verrückt. Oder nicht? Was meint ihr denn? Findet ihr es toll, dass dieses Mal kein Schnee kommt, oder findet ihr es dieses Mal scheiße? Weil mir ist im Grunde egal. Ich würde es sogar teils ein bisschen freuen, weil wenn Schnee liegt, muss ich leider früher aufstehen als sonst. Statt um 4 Uhr aufstehen, muss ich um 3:30 Uhr schon aufstehen, da ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof muss. Wenn Schnee liegt, muss ich mich darauf einstellen zu laufen oder auch mit dem Fahrrad zu fahren. Aber da muss ich vorsichtig sein und dafür braucht man schon eine Strecke. Also mit Fahrrad bin ich fast 15 Minuten unterwegs, zu Fuß eine halbe Stunde fast. Da macht es keinen Sinn, wenn ich dieselbe Zeit aufstehe, wenn Schnee liegt, weil dann schaffe ich den Zug einfach nicht. Dann habe ich Arschkarte. Da muss ich extra eine Stunde länger warten am Bahnhof. Wenn ich dann in Stassfurt ankomme, muss ich dann extra noch über eine halbe Stunde abwarten, bis der Bus kommt. Das macht keinen Spaß, weil du sitzt dann praktisch in der Kälte und hast die Arschkarte. So. Ja. So ist es. Leider. Ist aber nicht so ein heftiger Regen. Ja, wie ihr wisst, gab es längerer Zeit schon kein Euro Truck Simulator 2 Videos mehr. Lag einfach daran an Omsi. Ich wollte einfach die letzten paar Omsi Wochen von Omsi 1 zur Verabschiedung machen. Und nebenbei habe ich noch Trainsimulator gemacht und dann kam Omsi 2 und
Da fing die Katastrophe an, dann kam die Pause und dann ist es im Endeffekt kein Wunder, dass ETS 2 in einer längeren Pause war. Dafür nochmal ein dickes Sorry. Ja, dann gibt es noch einige neue Infos über meinen Kanal, und zwar gab es ja mal die Website von TrainerMCTV. Ich bin immer noch dabei, oder wenn ihr es seht, bin ich vielleicht schon fertig, sie neu zu gestalten, die ganzen Infos reinzupacken. Dort wird auch in Zukunft der Uploadplan stehen. Das heißt, ihr könnt dann immer reingehen und gucken nach dem Uploadplan. Wenn sich was ändert, steht es sofort dran. Also halt nicht mehr über Facebook, ich poste es nur auf Facebook zur Website, dass der Uploadplan online steht auf meiner Website. Und das war's. Zu finden ist die Seite unter dem Google-Namen TrainerMCTV, leider. Der Name heißt aber der Seite GamerTV. Vielleicht dauert es ein paar Monate, bis sich das verändert wieder, weil ich hatte keine Lust, eine neue Website anzufertigen, weil ich habe eine Website schon gehabt und ein paar Änderungen fertig, ne? Von daher ist es auch sinnvoller, meine persönliche Meinung nach, weil was nützt dir das? Fängst du eine neue Website an zu basteln, obwohl du schon eine hast? Bringt dir gar nichts. Ja. Na, wie viel Schaden? Ja, ist klar. Welche? Du musst mir gerade rein knallen, wa? Ja. Geplant war es, unfallfrei anzukommen. Jetzt haben wir einen Schaden von 58% und 38% Warenprozent an Schaden. Finde ich übrigens sehr schön, ne? Also da, ich bin ja zum Glück der eigene Chef in meiner Firma, also ich habe kein Problem. Nee. Jetzt fängt gut an. So, jetzt heißt es nur noch irgendwie ankommen, trotz sehr viel Schaden. Heilige Scheiße. Tja. Ich werde wohl kein LKW-Fahrer. Weil, wenn ich LKW-Fahrer werde in einem richtigen Betrieb, da hätte ich den Boss schon längst in den Ruin getrieben, weil der müsste so viele Kosten zahlen, dass ich den auch noch zahlen muss. Ich bin einfach schlimm. Aber naja. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich hoffe, euch gefällt auch das Let's Play. Ich habe ja auch Best of gemacht. Ja. Das nächste Best of wird wirklich einen Zähler haben, wie oft ich Scheiße sage und fluche, weil ich es nicht gebacken kriege, mal vernünftig zu fahren. Ja. Das war eine Zeit. Ach ja. Das waren Zeiten. Ne? Aus dem Jahre 2013. Hier ist irgendwo eine Radarfalle. Wir dürfen nur noch 80 fahren. Das war jetzt aber wirklich knapp. Enge Kiste gewesen, Alter.
Also wäre Manfred mein Beifahrer, ja, dann wäre ich hier nicht heil angekommen, dann würde ich ersticken, denn Manfred hätte trotz Kotztüten so oft gekotzt, dass sein ganzer Truck stinken würde. Falls überhaupt lebend mitkommen würde, der würde höchstens Selbstmord begehen, statt sich zum Chaos anzugucken. Ja. Geht noch was. Ja, 80 und wir haben eine Ralle. Nein. Egal. Wir haben ja noch 786.616 Euro. Nicht so tragisch, ne? Ja, schön die Sonne am Abend. Sehr schön. Okay, wir haben nur noch 10 Gänge. Die restlichen 2 Gänge habe ich kaputt gefahren. Egal. Hauptsache wir kommen voran. Wir wollen keinen Unfall mehr. Ja. Heute kam ja die allererste Live-Folge, also die allererste Sendung. In diesen Jahren vom Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Moderiert von Sonja Zietlow und Dani Hartwig. Und ich frage an euch, schreibt es mir in den Kommentaren, wie findet ihr Ich bin ein Star, holt mich hier raus? Wie findet ihr die neuen 11 Kandidaten? Schreibt es in den Kommentaren, ich würde es gerne wissen. Ja. Wir wollen jetzt auch tanken. Hier ist auch keine Tanke. Okay, die FPS-Zahl sinkt sich langsam runter. Ich weiß nicht warum. Egal. Es läuft aber noch. So. Schreibt es mal in den Kommentaren, wer guckt das? Und ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich will tanken. Hallo. Macht
dachte, euch ist schon. Ja, wir können danken. Ja, jetzt haben wir getankt und wir sind wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über Kommentare. Guckt ihr zum Beispiel das Dschungelcamp? Wie findet ihr die neuen 11 Kandidaten? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ich würde mich freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Und ich sage auf Wiedersehen. Ciao, bis morgen.